Genau, ich bin Patrick, ich bin der Mitgründer der Pumpfoiling Community, pumpfoiling.community, mit einem ähnlichen Ziel wie die App vorher, aber ohne App und mehr so Informationen etc. Ich will gar nicht über das reden, ich möchte über den Code of Conduct reden. Mir fällt immer wieder auf, dass Leute sich beginnen über uns aufzuregen, weil wir am Dock sind. Ja, es könnte gefährlich sein. Es gab auch Mitteilungen von der Wasserschutzpolizei zu Beginn. Ja, was macht die da? Das ist doch gefährlich. Und wir haben dann den Kontakt gesucht zu der Wasserschutzpolizei, zu der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft und haben versucht, einen Code of Conduct zu schreiben, der nicht Regeln vorschreibt, aber der so ein bisschen zeigen soll, okay, wie können wir uns verhalten, dass wir den Sport möglichst lang noch ausüben können. Das ist auch ein bisschen das Why, wieso mache ich das überhaupt oder machen wir das und investieren die Zeit. Es geht tatsächlich darum, dass wir weiterhin mit Spaß am See sein können, und zwar überall und nicht nur an einzelnen Orten und auch nicht zu gewissen Tageszeiten, sondern eigentlich immer weiter unseren Sport ausüben können. Der Code of Conduct ist sehr einfach aufgebaut, es sind 6 kleine Regeln, wenn man so will. Das eine ist das Safety First. Da haben wir auch nicht geschrieben, ja, was braucht es? Also es ist jedem selbst überlassen, ziehe ich einen Helm an oder ziehe ich eine Schutzweste an. Aber es geht einfach darum, hey, das, was du für nötig findest, trag das. Also anfange vielleicht doch noch mit Schutzweste und Helm. Nachher ist es jedem selber überlassen. Ich fahre immer noch mit Helm. Dann so der Klassiker heutzutage, noch, also so ein bisschen der Respekt zur Umgebung. Da geht es auch um die Wassertiere, also wenn da gerade ein Taucher linistet, vielleicht nicht gerade da starten, also die Vögel ein bisschen Ruhe lassen. Dann sogar ein bisschen das Behavior, das Responsible Behavior. Ja, da geht es einfach darum, dass ja, Pumpfoiling hat Risiken. Wir müssen das ein bisschen, wie sagt man, wir müssen uns das bewusst sein, oder? Dass wenn wir hinfallen, dass das Feuer irgendwo hinspickt und dass dann andere Personen verletzt sein oder verletzt werden können. Das so ein bisschen, das geht ins selbe rein. Also wir haben Schwimmer, wir haben Bootfahrer, wir haben Taucher, wir haben Fischer. Wir haben so alle Gruppen, die auch am See sein wollen. Ich weiß jetzt auch, wieso das Zeno immer sagt, ja, Winter ist die beste Zeit. Weil Hauptsaison? Hauptsaison, genau. Da haben wir nur die Fischer noch am See. Und sonst ist nicht. Wir haben vielleicht ein paar Schwimmer. Aber da geht es ein bisschen um das. Und ja, natürlich, es gibt auch gewisse Regeln, es sind nicht so viel. So die 2 wichtigsten sind, das Board müsste eigentlich angeschrieben sein. Da geht es darum, dass wenn die Wasserschutzpolizei ein Board findet, das irgendwo schwimmt, dann rufen sie an. Also die Telefonnummer muss auch drauf sein, weil sonst suchen sie euch. Also es ist ihre Pflicht, dass sie euch suchen, wenn ein Board irgendwo liegt, also im Wasser. Und die 2. Regel ist, nicht den Schiffen folgen. Also die Welle, ich weiß, die Welle ist super geil hinter dem Schiff. Es geht aber auch ein bisschen weiter hinten. Also Ivo hat das dann auch gemerkt, es geht viel weiter hinten und es macht gerade so viel Spaß. Es ist kein Gesetz, aber es ist so das, was die Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft von uns wünscht, dass wir sie respektieren, dass wir nicht zu nahe kommen. Und dann lassen sie uns auch in Ruhe. Das ist so. Und der letzte, klar, Fun and Sportsmanship, also helft einander, habt Spaß miteinander, keine irgendwelche komischen, der fährt ein anderes Brett, ich mag den nicht, oder weiß ich aber was. Der hat nur 4 Finger. Genau, oder der pumpt jetzt schon 2 Jahre und kann es immer noch nicht. So, einfach, ja, wir sind eine coole Truppe, finde ich, und das sollten wir beibehalten, und darum der letzte Ding. Ja, wie könnt ihr helfen?
die, die Kurse geben, informiert die Leute, dass es sowas gibt, vielleicht ein bisschen so die wichtigsten Sachen erklären. Ich habe jetzt dieses Jahr das viele neue an den Docks, die haben das noch nicht so drin. Die starten auch, wenn Schwimmer im Wasser sind, einfach ein bisschen aufmerksam machen, ohne den großen Polizist zu spielen, weil das sind wir alle nicht gerne. Und dann, das Ganze ist Open Source, das war auch ein Input von Zeno damals. Wenn ihr mitmachen wollt, ist auf GitHub, da kann man auch weitere Sachen hinzufügen oder Anpassungen machen etc. Ja, also ich hätte nichts dagegen, wenn wir das auch in die App nehmen. Als, nee. Vielleicht können wir das irgendwie einbauen. Genau, ja, das war's. Dankeschön. Ich habe noch ein paar Fakten dazu verteilen. Noch Fragen an Patrick? Wie läuft die Besucherrate auf Palmfoiling Community? Also wie viele registrierte User hast du jetzt? Registrierte User sind es auf der Website 150 und in der WhatsApp Community sind es 480. Aber das sind eben all diese mühsamen oder nervigen. Man kann die auch archivieren und dann sieht man die Dinge. Aber ja, ich das Gute geht auch, nein, ich meine, das Gute geht unter. Also irgendwelche Tipps, irgendwelche Informationen. Ich finde einfach dafür ist es viel stärker und Verabredung halt. Ja. Und Palmfoiling Community Webseite, wird die häufig noch gebraucht? Also, ja, nicht zum Austausch, ist mehr so Blog lesen, aber ja. So viel eigentlich nicht. Und natürlich, wir haben auch das Konkurrenzprodukt zu den anderen. Und wir haben auch Spots drin, die ich im Moment nicht rauskriege. Sonst hätte ich sie mit euch geteilt. Also rauskriegen, du kannst sie nicht exportieren in ein Excel-File? Ich kann sie nicht selber exportieren. Das ist ah. Und wie viele Spots hast du in deiner Seite? Ich würde sagen so 120. 120? Ja. Also jetzt die letzten Tage aber sind viele aus Deutschland hinzugekommen. Okay. Ja, ich wollte auch noch. Also einen habe ich ja schon, aber ich wollte dann auch meine portugiesischen Spots. Also ich finde, das ist eben auch cool, dieses... wenn man auf Reisen geht. Ja. Dann, dort auch noch, ja. Dass man sich dort connectet und dort auch nicht alleine ist oder so. Wenn das geht über Instagram, geht es schon.